Ja, ich habe das Forum Neue Stadtquartiere begleitet. Und ich glaube, was am stärksten rauskam, war, dass man für Stadtquartiere eine Idee braucht. Es reicht nicht einfach zu sagen, wir wollen jetzt 5000 Wohnungen, sondern man muss für jedes Stadtquartier eine Idee haben. Und diese Idee sollte man vor Ort entwickeln, weil die Bürger und Bürgerinnen, die vor Ort sind, wissen auch, was der Ort ist. Und was ich gelernt habe oder sich wieder bestätigt habe, man braucht immer das von unten, also das kleinteilige Gucken, mit einer Lupe hingucken und gleichzeitig im großen Maßstab zu denken, was oftmals die Planer machen. Und das Zweite ist, was ganz wichtig ist, dass man wirklich gemischte Akteure hat. Jetzt nicht nur die Bürger und die Planer, sondern dass diejenigen, die Quartiere entwickeln, dass wir da gemischte Akteure haben, von den Wohnungsbaugesellschaften über Baugruppen, über Genossenschaften, auch über private Investoren. Und dass die Grundlage sind für eine Mischung in Bezug auf Nutzung und auch in Bezug auf die soziale Mischung. Und das Dritte, was wieder betont wurde, wir brauchen Optionsräume. Wir brauchen Räume, die gar nicht bestimmt sind und die entwickelt werden können, auch durch die, die dann kommen, die dort wohnen. Und diese Räume müssen in den Erdgeschossen sein, damit wir Urbanität produzieren können und eben Stadtteile und nicht Siedlungen. Die größte Herausforderung ist, dass wir eigentlich schnell viel bauen müssen und gleichzeitig wissen, wir bauen die Stadt von morgen. Wir bauen Stadtteile und wir bauen Lebensräume für die Menschen. Und es geht nicht um die Masse, sondern es geht eigentlich um die Qualität. Und Qualität zu entwickeln, braucht in der Regel etwas Zeit. Und das ist das Dilemma, in dem wir sind. Ja, auf jeden Fall. Qualität und sozialverträgliche Mieten, das schließt sich überhaupt nicht aus. Qualität ist nicht immer quasi teure Materialien und die goldenen Türklinken, sondern Qualität beginnt bei der Programmierung. Da sind wir wieder am Anfang. Die Qualität beginnt dort, wo wir zum Beispiel sagen, ein Quartier, das nahe am Wasser ist, muss sich total auf dieses Wasser beziehen. Oder ein Quartier, das in einem Freiraum ist, mit viel Grün, das muss sich auf das Grün beziehen. Oder ein Quartier, das in einer innerstädtischen Situation ist, das muss vielleicht mit ein Kulturquartier werden. Also man braucht ein Thema, um Identität zu schaffen. Und das bedeutet noch gar nicht, dass es teuer sein muss. Der Staat braucht Grundstücke. Wir brauchen eine andere Bodenpolitik. Wir müssen Grundstücke ankaufen, verkaufen sowieso gar nicht mehr. Wenn wir irgendetwas abgeben, auch an Private, auch an gute, positive, die Stadtentwicklung wollen, nur im Erbbaurecht, kein Ausverkauf, auf gar keinen Fall. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir natürlich das Grundeigentum schützen müssen und gleichzeitig verpflichtet das Grundeigentum. Und wir müssen zusammen mit dem Bund, mit Bundesratsinitiativen, mit Verbündeten in anderen Städten, müssen wir Gesetzesvorlagen voranbringen, in denen wir die Bodenpolitik verändern können und in denen wir Spekulation so gut wie möglich unterbinden können. Es ist so unglaublich unproduktiv, Grundstücke liegen zu lassen, viel Geld zu verdienen, ohne etwas zu produzieren.